etwas weniger Gewicht gemacht. Ja. Willkommen hier zu diesem neuen YouTube-Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel Kubik. Ich bin heute in Begleitung von niemand Geringerem als Tim Budesheim. Freut mich. Yeah. Vielen Dank für die Einladung. Sehr geil, dass du heute hier bist, Tim. Ehrensache. Ja, ich war schon einmal bei dir in der Eisenhöhle. Heute ist er bei mir zu Gast. Ist mir auf jeden Fall eine sehr, sehr große Ehre, dass du hier am Start bist. Und zwar wird es heute mal wieder ein kleines Training geben. Steht ein Push-Training auf dem Programm. Und wahrscheinlich wird es auch noch einen Formcheck geben. Vielleicht brauchen wir sogar mal nebeneinander. Aber das machen wir dann bei dir auf dem Kanal, oder? Schauen wir mal, wo es dann letzten Endes endet. Aber die Videos kommen sowieso zeitgleich. Also zeitgleich mit diesem schönen Video könnt ihr auf meinem Kanal das parallele Video sehen. Seid gespannt, was ihr da zu sehen bekommt. Ja. Auf jeden Fall hatte ich eigentlich vor, gar keine Reisen mehr zu machen, weil ich jetzt auch 3 weeks out bin und auch jetzt nochmal ein bisschen abziehen muss. So am Ende der Prep ist ja immer relativ anstrengend, das Ganze. Und Daniel hat mich gefragt, hey Tim, hast du denn Bock nochmal vorbeizukommen? Bin jetzt 1 week out. Bei jedem anderen hätte ich gesagt, nee, ich komme nicht, ich schaffe das nicht oder sonst was. Und bei dir, mir war es echt zu peinlich zu sagen, ich schaffe das nicht, weil wie lange bist du jetzt auf Diät? 55 Wochen. Der war gefühlt vor 100 Jahren bei mir in der Eisenhöhle und war schon abgezogen. Und in meinem Kopf ist das jetzt schon wieder quasi die nächste Prep, aber der ist immer noch in der gleichen Prep. Und deswegen war mir es viel zu peinlich zu sagen, oh Daniel, ich schaffe das nicht, ich bin auf Diät und mir geht es nicht so gut und ich habe zu wenig Kalorien. Und also ich hätte es nicht über die Lippen gebracht. Deswegen ist mir in Ehre, dass ich heute eine Woche vor seiner WM nochmal dich in deinen heiligen Heim besuchen darf. Ja, mit wahrscheinlich der besten Form, hoffe ich auch. Das sehen wir dann später. Ich habe schon ein bisschen Angst, Leute. Ich weiß nicht, sieht man es? Ja, so ein bisschen halt. Bis wir wieder mal. Warte mal, seit wann schwitzen du eigentlich wieder? Seit wir hier ungefähr 39 Grad draußen haben so und Tim Budesheim zu mir ins Home Gym kommt, um mit mir ein Push-Training zu machen. So, ich habe schon ein bisschen Angst. Kannst du dich noch daran erinnern an das alte Video mit der Kurzhantel? Alter, wo du fast die Kurzhantel in die Fresse gekriegt hast. Ja, stimmt. Du könntest ja hier jetzt mal einblenden. Der ein oder andere erinnert sich bestimmt an die Situation. Das war auf jeden Fall sehr wild. Und dementsprechend bin ich hier tatsächlich ein bisschen nervös, aber es ist die drittletzte Einheit in meiner Wettkampfvorbereitung. Dementsprechend geht jetzt los. Heute übrigens ein Dress von Das Gym Intelligence Strength. Wie immer gibt es mit meinem Code KWK 10%, mindestens 10%, also immer die besten Rabatte, auch alles im Online-Shop von Intelligence Strength, ob das die Tagskarten sind, die Kleidung ist, die Zughilfen, die Seminare, alles. Und wir haben heute neue Kleidung am Start und zwar gibt es hier das No Bullshit Tank Top von Intelligent Strength. Gibt es einmal in diesem Grün, gibt es einmal in Schwarz. Ziehe ich jetzt an zum Training, sieht mega fresh aus, also viel Spaß. Hey Kubi, komm jetzt, wir müssen trainieren, los jetzt. Zieh das neue Shirt an. Das deswegen. No Bullshit. Ich hab gerade eben gesagt, ich bin schon nervös, ich bin schon echt geschwitzt gewesen. Weil das letzte Mal, als ich mit dir trainiert habe, ist diese legendäre Kurzhantel-Geschichte passiert. Also, die Kurzhantel. Ja, heute machen wir keine Experimente. Nee, heute fehlt nur Maschinen trainiert. Außer vielleicht ein bisschen Kurzhantel. Außer Kurzhantel. Dani, wie ist es eigentlich so, der erste Mal das Schmalste im Gym zu sein? Noch okay, weil du bist doch da. Ja, aber ich gehöre nicht dazu. Ich gehöre nicht dazu. Motiviert. Ich habe noch nie jemanden gesehen, der hier bei der Innenkleiden nur ansatzweise so viel weggeflattert hat wie die beiden. Wahnsinn, ey. Let's go! Auf. Hang off! Wir haben hier einen weiteren Gast heute am Start. Hi, Daniel. Freut mich mega, dass du heute hier mit dabei bist. Aber Marvin, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du überhaupt? Also ich bin Marvin Degenhardt und bin der Trainingspartner von Tim. Ich habe Daniel schon auch von der Ewigkeit kennengelernt in der Eisenhöhle und freue mich jetzt hier zu sein. Und mega geiles Bandana hast du auf jeden Fall an. Aufgeben ist keine Option. Turnband-Club. Ja, und ich bin auf jeden Fall ziemlich schockiert gewesen von Marvins Leistung, denn er kommt hier mit Tim. Tim ist sowieso komplett geisteskrank, ne? Da brauchen wir nicht drüber reden. So. Der Typ, der macht einfach irgendwie, was er will. Tim ist vom anderen Stern. Tim ist vom anderen Stern, aber hier, er gibt auch ordentlich Gas und bewegt auch ziemlich hart Gewichte. Also, ja, ich fühle mich heute ein bisschen schmal, aber das motiviert natürlich, so 6 days out mit so stabilen Jungs zu trainieren. Ich bin gespannt, ich werde es nächsten Monat. Ich
schwer bist du eigentlich, so, wenn ich dich jetzt neben mir sehe? So? 122 Kilo aktuell. Du bist ja gar nicht, wie ich den bedroht habe. Ich habe gesagt, Marvin, wenn ich dich jetzt schon irgendwo mit hinnehme und du dich irgendwo vorstellst, als seist du mein Trainingspartner und kackst dann hier ab, dann drehe ich durch. So. Ich auch 15 Jahre Bodybuilding habe ich mir einen Ruf erarbeitet. Wenn ich jetzt so eine kleine Mimose als meinen Trainingspartner bezeichne, das geht gar nicht so. Ja, also er ist deswegen, aber Marvin zieht echt richtig durch. Der ist fleißiger Bursch und das mag ich halt. Kein Laberarsch, der liebt einfach den Sport. Und ich glaube, dass das auch im Bodybuilding am erfolgsträchtigsten ist, wenn jemand einfach den Sport, also das Training liebt. Wenn jemand Bodybuilding macht, weil er gern so aussieht, dann ist das, glaube ich, auch so erfolgserkrönend. Wenn jemand Bodybuilding macht, weil er gern den Fame hat, Social Media, was kann ich ihn machen, um berühmt zu werden? Mir schreiben manche, ja, ohne Witz, die wollen bei mir ins Coaching, weil sie wollen auch Social Media aufziehen. Ja, das funktioniert. Und alle, die das machen, was? Die werden vielleicht bis zu einem gewissen Grad Erfolg haben, aber der richtige Erfolg wird ausbleiben, weil ich glaube, der richtige Erfolg kommt nur mit einer richtigen Leidenschaft und die hat halt der Marvin. Ja. Ich liebe den Sport einfach, das harte Training. Also Marvin, fang an. Freut mich. Du musst nochmal. Lately it's looking like everything perfect. Out the mud with it, I put the work in. You can find me where the turf is. Pin precision like a surgeon. Bad ones used to curb me. Showing up to the show when the curse split. She know that I'm worth it, I'm finna go up, I'm aerial. I got the hit stash, got a bracelet for impact. Real tricky, quick to flip a pretty penny to a thick stack. Quick stat, think fast and I talk real. I give a fuck about how they feel. Me and Zay just dropped a propane and it sounded like Mass Appeal. For my dog, I'ma ride to the wheels kill. Got his hand on the hammer, so keep it legit. I've been the man with the blueprint, I'ma stop till I own every brick. I used to lay out in the line just to feel the world spin on its axis. Now I got the access and the last laugh, got it off of the passion. I keep it 100 on the dash, now that we got us some traction. Slick soccer, I'm a showstopper, you are not solid. Tread cautious, couldn't go a mile. Nach einem ordentlichen Training darf natürlich auch eine Post-Workout-Mahlzeit nicht fehlen. Hier sieht man einen relativ guten Kontrast, was so die Menschen in der Off-Season und auch auf Diät essen. Hier, denke ich, relativ klar zu sehen. Off-Season, Rice Krispies mit Whey, oder? Genau. Klassiker. 150 Gramm? Nee, 130. 130. Und 60 Gramm Whey. Hätte ich geschätzt. Mit Wasser oder Wild? Wasser. Ja. Stabil. Und bei dir? Normalerweise Cornflakes, 80 Gramm mit 40 Gramm Isolat, Whey Isolat. Heute habe ich mal Instant Rice Pudding mit Whey Isolat. Ja. Relativ wenig, gell, wenn man sich das so anschaut. Ne? Ja. Ja. Lohnt sich kaum. Ja, also so sieht wirklich relativ mau aus. Und bei dir gibt es? 5 Gramm Instant Rice Pudding. Also alle Gramm Instant Rice Pudding. So. 10 Gramm Whey? Ja. Ich im Ernst jetzt? Ich habe nicht mehr so viele. Alter. Das ist mein Kameramann. 10 Gramm Whey. Das ist ja, hast du aus dem Salzstreuer rausgeschmissen. So ganz enttäuscht so auf Prep, weißt du, das ist mein Kameramann. Ach du Scheiße. Das darf wieder was. Bevor mein Kameramann 10 Gramm Whey essen muss, dann nehme ich ihn lieber aus der Not. Und bei mir klassischerweise, ich habe mal eine super Sache hier geguckt. Ah, es taut langsam auf. Und zwar habe ich Königer Fischkäse, 400 Gramm drin. 100 Gramm Erdbeeren, 12,5 Gramm dunkle Schokolade, weil es einfach so eine Rippe ist. Und ein bisschen ja, Geschmackspulver. Und das habe ich in die Gefriertruhe getan. Und ich hoffe, dass ich das jetzt gleich in Form eines Eis konsumieren kann. Aber mal gucken. Ist auf jeden Fall auch ein stabiles Postburger. Kann man das immer geben. Dementsprechend, ihr seht, Bodybuilding ist einfach. Außer man hat kein Whey mehr, dann ist man halt 10 Gramm. Push-Training ist soweit durch. Katana Extension, letzte Übung. Marvin ist hier noch ordentlich am Durchhämmern, während wir hier schon mal die Überleitung machen. Und zwar wird es jetzt einen kleinen Formcheck geben. Wir hatten den letzten Formcheck irgendwann vor 100 Tagen. Mehr, 5 Monate. 5 Monate bin ich bereit. 5 Monate. Ja, in der Fleischerei Schäfer. Damals relativ leer, kalt nach dem Training. Jetzt heute noch mit ein bisschen mehr Pump, ne, hoffe ich. Also so ein bisschen ist noch was drin. Bin auf jeden Fall übel gespannt, was du zu meiner Form sagst. Ich darf vielleicht auch mal über seine Form gucken und vielleicht machen wir ja auch mal einen kleinen Vergleich. Aber das Ganze werdet ihr nicht auf meinem Kanal sehen, sondern Überleitung. Checkt mal Tims Kanal ab mit dem neuen Video, was hier rausgekommen ist. Dort gibt es dann den kleinen Formcheck von uns beiden. Ich würde sagen, jetzt gibt es erstmal eine kleine Post-Workout-Mahlzeit. Thank you.
Da fahren sie, die Männer. Erfolgreiches Training, dicke Props abgeholt vom Tim Budesheim. Immer wieder eine Ehre von so Athleten wie ihm, da auch Zuspruch zu bekommen. Und jetzt bin ich halt auch gespannt, was die WM letzten Endes bringt. Positive Stimmung ist da. Gutes Training durchgehauen. Digga, das wird mir so Muskelkater geben. Ja, das habe ich aber auch mir schon von vornherein gedacht. So, das war ein guter Push auf jeden Fall jetzt. War ein gutes Push-Training. Aber man muss auch sagen, so, wenn jetzt noch 3 Einheiten übrig sind und dann hast du die Möglichkeit, halt eben so eine Einheit halt daraus zu knallen. Es gibt natürlich auch nochmal doppelt Motivation jetzt für die letzten Tage und dementsprechend bin ich auf jeden Fall super glücklich. Und Leute, wenn euch das Video gefallen hat, dann zögert doch nicht, einen Daumen nach oben dazulassen. Abonniert den Kanal, macht die Glocke für die Benachrichtigungen an, sodass ihr kein Video mehr verpasst. Die nächsten Videos werden dann aus der Endphase der Vorbereitung sein. Viel Spaß!